Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir sollen ja mal mit Yuna reden und hören, ob die irgendwas Neues hat oder so. Ob sie was erzählen kann. Wir haben auf jeden Fall hier was, der Eisenhaken. Das könnte das Werkzeug vielleicht schon sein, aber wir schauen sie hier erst noch ein bisschen um. Finde Yuna eine Komatsu-Schmiede. Die Schmiede ist hier unten. Okay, hier liegen noch ein paar Leichen rum. Vielleicht wird jetzt auch schon das Werkzeug geschmiedet. Da ist er schon. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Schwertschmied. Ja, kannst du umsonst machen, Mensch. Benötigt. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Okay. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Das andere hätten wir eigentlich, aber wir brauchen noch viel mehr Ressourcen. Okay, hier fehlt uns auch einiges. Ihr habt meinen Dank. Möge euer Stahl uns Glück bringen. Hier ist ein Händler. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Das war ganz sicher ein Samurai. Mir kam er wie einer vor. Ich denke, hier gibt es schon noch einiges zu finden. Aber ich glaube, das mache ich eher off-stream. Oder halt nicht im Let's Play, weil sonst wird's dauert's halt zu lange. Ja, schau, hier ist noch ein Zeug, Leder. Vorredi. Da ist er. Okay, sprechen wir mit ihr. Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Okay, bis jetzt. Reise mit Yuna zur Schmiede. Na dann los. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Mein... Los, komm her! Wie macht denn die? Sie bezwangen die Königin. Ich habe auch die Strohhut-Ronin angeheuert.
Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Achso, die will hier hoch. Ja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Nein, klar hilfst du uns. Hat jetzt auch geholfen, hallo? Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade fertig. Zeig mir her. Danke für eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein, er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Ryuzo? Ryuzo? Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Möge euer Stahl scharf. Ich hab dich überall gesucht. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Vor Yatate? Mal sehen, was wir tun können. Und der Eisenhaken? Abgeschlossen eigentlich, oder? Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Okay, dann schauen wir nochmal. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Sehr gut bewachtes Essen. Zu viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Dann schauen wir mal, wo ihr hinredet. Jemand in Komatsu nannte dich der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Ja, ich muss ja mal ein bisschen sammeln hier.
Okay. Triff dich mit den Strohhüten. Wo sind Hiro und Jinso? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Beruhig dich. Es wird bald dunkel. Sollen wir noch vor Yatate reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Ja, ein paar sind wir ja schon mal. Strohhüte! Reitet! Fort Yatate. Okay, so weit ist es ja nicht mehr. Okay, das ist Sequenz. Oder? Fuchsbau. Vor Yatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan? Da oben. Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Oh, ganz schön groß, hä? Es gibt nur einen Weg ins Fort. Und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen. Und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Ja, wo? In den Wielemauern. Okay, wir schauen einfach mal. Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Okay, hier wird's hier lang gehen. Zu weit zum Springen. Aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Spring und drücke R2. Es klappt. Okay, wo geht's jetzt weiter? Okay, scheint hier weiter zu gehen. Okay, nochmal hier hoch. Ey, ey, ey. Langsam mag ich den Haken. Okay. Hier alles brennt, ey, Wahnsinn. Sau cool. Okay.
Darüber sollte ich mich schwingen können. Okay, das war verkehrt. Wollte ich wieder mal zu schnell machen? Darüber sollte ich mich schwingen können. Alter. Ist hier dann noch irgendwas zum Schwingen dahinter? Okay, bin bloß zu spät praktisch abgesprungen. Okay, läuft schon. Das läuft schon. Taka, du hast was gut. Riosos Männer finden. Okay, befreie die gefangenen Strohhüte. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. Okay, da hinten ist einer. Nein! Was macht ihr denn? Oh. Na super, hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr durch. Alter, was haben wir jetzt gemacht? Na super. Die kommen ja nie wieder zurück. Ja, da kann man gerne mal sterben lassen. Komm, stirb. Ja, doch noch mal reingekommen. Okay, der geht weg.
macht er denn da? Dich. Okay. Okay, ich glaube, das wird eine bisschen längere Folge. Heftig viele Gegner. Okay, Anführer haben wir schon mal. Come on.
Haben die noch irgendwas für mich hier? Pfeile werden mal nicht schlecht. Okay, die haben wir auch schon umgelegt. Scheint aber so nichts mehr zu sein. Hier ist auch nichts. Chiharu! Pfeile haben wir jetzt überhaupt noch? Ein Pfeil bloß noch. Wir brauchen unbedingt mal so einen Waffenständer oder sowas. Ein paar Fälle. Mist, falscher Käfig. Okay, scheint so nichts zu sein. Wir schauen mal hier hoch. Ah, Pfeile, sehr schön. Oh? Hä? Geht es nicht? Gibt es so verschiedene Pfeilarten oder so? Okay, hier scheint so nichts zu sein. Guck mal hier voll. Da hinten sind ein paar Käfige. Okay, das ist eine Strohhütte. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. So.
los, Sakai? Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Okay, da fehlt noch ein Käfig. Ist Ryoso hier? Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Oh. Lassen wir erstmal, weil die will mich erwischen, dann bin ich. Kämpfen wir! Hallo, wer schießt hier auf mich? Jetzt den Alarm auslösen, damit Ryoso kommt. Gib Ryoso das Signal 80 Meter. Okay, wir schauen mal. Alarm auslösen. Also gut, Ryoso. Wir sind bereit. Jetzt das Tor öffnen. Öffne die innere Pforte. Öffne die innere Tore von Fort Yatate. Yatate. Das ist aber geil, wenn man überhaupt nichts sieht. Einfach ein bisschen rumhüpfen hier. Sehr schön. Vergesst uns nicht. Und lebt noch einer, habe ich gesehen. Wir haben gewettet, wenn ihr uns befreien würdet. Ich habe verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Im Falle? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Ah, irgendwas stimmt da nicht. Also gut, Männer. Auf die Pferde.
Ich muss zu Yuna in Komatsu. Okay, Leute, wie es dann weitergeht mit Yuna in Komatsu, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Hat mich sehr gefreut, dass er hier dabei wart, und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.